Die drehe ich mal um, dass man das erstmal nicht sieht. Tue ich erstmal nach hinten. Dann hole ich erstmal das, was auf dem Boden liegt. Oh Gott, wenn ich das jetzt schon sehe. Ui. So, da hätten wir es. Das ist jetzt... Also ich habe damals mal einen eigenen Manga gemalt. Und den habe ich angefangen und nie zu Ende geschrieben. Aber ich hatte eine Idee damals. Ihr kennt doch sicherlich alle Pretty Cure. Und da habe ich das versucht, so ein bisschen abzuwandeln. Und ich glaube, das habe ich Pretty Hard genannt oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Man sieht das nachher auf jeden Fall noch mehr. Also da habe ich schon mal ein Kapitelblatt gestaltet. Die Freikarte und Will. Okay. Man schonen. Ich habe auch gerne irgendwelche Figuren gezeichnet und dann den einfach irgendwelche Namen gegeben. Ich habe auch oft mit Kuli oder mit Tintenroller gezeichnet, meinte ich natürlich. Okay, da habe ich mir sogar Notizen gemacht, wie das sein soll mit dem Oberteil und das alles. Interessant, interessant. Da sieht man jetzt zum Beispiel, da habe ich mir echt mal Mühe gegeben. Also ich finde die Proportion, das alles mit dem Gesicht passt wirklich gut mit der Augenform. Auch von der Größe her finde ich es gar nicht mal so schlecht. Die Augen sind so ganz gut in einer Reihe. Die Haare gefallen mir jetzt auch schon mal besser. Also ich habe es jetzt auch alles so ein bisschen sortiert, wie das immer gestiegen ist mit meinen Zeichnungen. Okay. Ich lasse es jetzt mal so, sonst sieht man das nicht so gut. Da habe ich meinen ganzen Körper gezeichnet. Also wer der... Der Kopf gefällt mir so von der Form her, ja, aber mir gefallen die Haare wirklich überhaupt gar nicht hier oben. Aber so das Outfit finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Da kommen sowieso nachher noch ein paar Knaller von Sailor Moon. Das Bild ist nämlich hier hinten weiter. Hier genau, Pretty Heart hieß es damals. Da habe ich mir echt eine richtige Story überlegt und alles wirklich strukturiert schon. Und oh Gott, ich habe das aber nie zu Ende gemacht. Achso, eine Vorliste habe ich hier damals sogar gemacht, was da alles drin vorkommen soll. Habe ich mir sogar einen Spruch überlegt, was die sagt, wenn sie sich verwandelt. Oh Gott. Entschuldige, aber das ist irgendwie... Ist das schlau, aber auf eine Art auch richtig dumm, weil ich habe das wirklich nie zu Ende gemacht. Akt 1, das magische Handy. Ich bin You, eine Kämpferin für Wahrheit. Ich bin Pretty Heart und stehe für Liebe und Gerechtigkeit. Das ist richtig geklappt von Sailor Moon. Liz soll in der Mitte drauf drucken, damit sie sich verwandelt. Achso, sie soll. Achso, ich habe... Das ist eine Klammer. Okay. Okay. Verwandlungs... Was steht da? Ein Moment. Verwandlungs... Ich habe keinen Plan, was da steht. Handy mit Finger in der Mitte drücken. Körper leuchtet. Kopf, Körper angezogen. Okay, also wie Sailor Moon, die Verwandlung. Girl-Hauptfigur Yuki. Mhm. Die Fee, also die magische Fee, die bei ihr dabei ist, sollte Mip heißen. Die Prinzessin Sakura. Die Freundin Neko. Und der Retter in der Not Yu. Ach so, das ist dann hier der Kerl. Ach so, ja, okay, jetzt kommst du wieder in den Sinn. Okay. Und da habe ich sogar angefangen, das zu machen. Also könnt ihr euch jetzt gerne einmal selbst durchlesen.
Es geht eigentlich, muss ich sagen. Also mit dem Zimmer, das habe ich gar nicht mal so schlecht hingekriegt, muss ich mal sagen. Ja, ist ganz okay. Und dann habe ich weitergemacht. Ach so, ich habe zweimal angefangen, das weiß ich noch. Ja, doch, 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 ja. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe zweimal verschieden angefangen. Das soll ein Monster darstellen, ne? Also nicht wundern, das ist kein Hingekrickel, das sollte wirklich mal ein Monster werden. Ist wunderschön, oder? Oh Gott. Dann hätten wir den kleinen Stapel auch. Tue ich den auch mal nach da hinten hin. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, süß. Die Haare so ein bisschen durcheinander und nicht wirklich fein gezeichnet, aber ja, ganz in Ordnung. So. Ach, das ist die nächste Mappe, wo das alles drin ist. Das ist jetzt von Pretty Heart. Weiter Dingens. Nee, nicht Pretty Heart. Doch, Pretty Heart. Nee, ich habe keinen Plan mehr. Ich bin total durcheinander jetzt. Ihr könnt das euch gerne jetzt einmal durchlesen. Ja. Was steht da für ein Name? Azuna? Okay, das erinnert mich irgendwie an Inuyasha, an die Schwester von Kikyo. Ich komme halt nicht auf den Namen. Ich komme wirklich nicht gerade drauf. So. Ein bisschen komisch. Das sieht irgendwie aus wie so ein Affe, so ein bisschen von der Haltung her so. Wie süß. Bibi, das schreit. Hab sogar noch hingeschrieben, verbessern. Süß. Oh, das gefällt mir gut hier. Wieder ein paar Köpfe. Einen angefangenen Kopf. Hier habe ich sogar alles noch in Folie sogar noch getan. Oh, das ist richtig Erser. Richtig Erser. Also nicht richtig Erser, aber so inspiriert von Erser worden bin ich da. Hier hinten so ein bisschen Kaugummi, finde ich. So von denen hier. Da habe ich keinen Plan. Und das hier sollte die Vorderfrisur von der hier sein. Ein paar Augen. Wie zeichne ich Manga-Augen? Okay. Köpfe. Und nichts mehr. Da habe ich mich sogar noch angestrengt, das alles in Folie zu tun. Mensch, Mensch, Mensch. War ich fleißig damals. So. Hier haben wir den letzten großen Stapel. Kriegen wir schnell leer. Ja, einfach nur Gesichtszüge gemalt. Ja, einfach nur ein bisschen vom Körper. Augen, komische Gesichtsform. Ist wirklich sehr hübsch geworden. So. Hier war mal was ganz im Bunt, mal was ganz Neues. Habe ich hinter noch was gemalt? Nee, ist nichts hinter. Hier habe ich Marron gemalt aus Jan die Kamikaze-Diebin. Ich überlege gerade, in welcher Folge das war. Ich weiß es gar nicht mehr, wo sie das Kleid anhatte. Oh doch. Ich glaube, ich weiß es wieder. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das mit dem, wo sie besessen worden war, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich dachte, ich weiß es noch. Aber das mit den Schmetterlingen war es auf jeden Fall nicht mit Chiakis Vater. Da war das auf jeden Fall nicht.
Kein Plan. Ihr wisst es bestimmt. Ich weiß es nicht mehr. Schon lange her, wo ich Django geguckt habe. So, das war auch von Arina Tanemura. Das gab sie damals mal so eine Zeichnung gehabt auf Facebook und ich wollte die unbedingt auch zeichnen. Und das ist dabei rausgekommen. Wunderschön, oder? Warum nicht? Das ist so schlecht. Oh Gott, das habe ich da nur gemacht. Oh Gott. Weg aus meinem Sichtfeld. Das ist wirklich schlecht. So. Wieder so. Naja. Wieder Jan. Das war meine Jan-Phase. Da habe ich wirklich so viel von Jan gezeichnet. Da kommt später, glaube ich, sogar noch was von Finn. Ja, also lässt sich gut sehen, sage ich mal so. Es geht. Das ist auf jeden Fall von irgendeinem Band das Hintercover gewesen. Glaube ich. Auf jeden Fall von irgendeinem Band war das ein Cover mit. Haben wir hier. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da habe ich was von Pretty Hard gemacht. Hier einmal Yuki-Verwandlung. Also so halb-halb vom Gesicht her sozusagen. Mal zeichnen. So, da habe ich jetzt auch angefangen mal mit Fineliner dann später. Joa, geht, ne? Oh Gott. Oh. Ja. Okay. Ich sag dazu nichts weiter jetzt. Ja, das geht eigentlich noch. Aber der Körper ist irgendwie ein bisschen zu groß, finde ich. Haben wir hier. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Das geht eigentlich noch. Oh, jetzt kommen meine totalen Lieblinge. Jetzt kommen welche, die aktueller sind, die Zeichnungen. Ich glaube von 2014, 2003, Ende 2013, Anfang 2014 bis, ich glaube bis jetzt sind da auch noch welche mit bei. Ich weiß es nicht so genau. Sehen wir ja dann. Hier habe ich mir mal Schokokarten gemacht, damals. Ja, hier steht sogar nichts mehr drauf. Das sollte, vielleicht kennen das ja manche von euch, die K-Pop hören, und zwar von Shiny Junghyun sein. Junghyun? Ja. Ich schreibe den Namen einfach hier oben hin, den ich meine, oder blende ein Bild jetzt von ihm ein. Dann haben wir, ja, Evoli. Und hier hinten. Ich habe damals mal Aichan draufgeschrieben, weil ich den Namen so toll fand. Ich wollte auch meine Facebook-Künstlerseite machen. Hatte ich auch mit einer Freundin. Aber die haben wir dann nach einem halben Jahr wieder geschlossen, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten durch Schulstress und das alles. Aber ja, ich finde die Evoli-Karte jetzt gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier ein nächstes gezeichnetes Bild. Chibis. Ich finde das echt gut gemacht hier. Das gefällt mir wirklich gut. Vielleicht kennen das ja manche von euch hier auch von Pretty Cure, dieses Meppo. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, das Königsflauschdingen. Da habe ich einen Dango gemalt, versucht. Das sieht ein bisschen aus wie so, ich bin eine schöne Kartoffel. So, das war Teil 2 von 3 von meinen Manga-Zeichnungen von früher und heute. Dieses Mal gab es 4 von Anerina Tanemura zu sehen, die Mangaka von Jan, die wirklich sehr oft dieses Mal zu sehen war. Und natürlich Pretty Cure, die das Video natürlich ganz gesehen haben, werden wohl wissen, was ich meine. Mein Manga. Ja, aber jetzt sage ich erstmal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video.